Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem kleinen Experiment. Ihr seht hier einen Vogel, den ich schon gemalt habe. Und heute malen wir quasi zusammen einen. Den ihr gerade gesehen habt, den werden wir heute ausmalen. Und eine andere Skizze fertige ich vorher an. Es war gar nicht geplant, dass es zwei unterschiedliche Vögel sind. Ich wollte eigentlich diese Skizze dann im zweiten Schritt ausmalen. Zwischen den Aufnahmen lag dann aber relativ viel Zeit und dann dachte ich irgendwie, ich hätte die Skizze von der oberen gemacht. Naja, wie auch immer. Aber ich wurde in manchen Videos schon gebeten, dass ich auch einfach mal zeige, wie so eine Skizze bei mir entsteht. Und deswegen habe ich das jetzt einfach beides zusammengeschnitten und quasi nicht nur die Farbe mit in das Video eingefügt. Also hier seht ihr einmal, wie ein Vogel derzeit bei mir entsteht in verschiedenen Schritten, von der Grundform bis hin zum verfeinerten Detail. Und danach, wie ich den oberen Vogel dann mit Aquarellfarben ausmale. Während die Katzen hier um das Mikrofon herumwuseln und es mir nicht ganz so einfach machen. Ja, und ich habe jetzt schon öfter mal bei anderen YouTubern auch gesehen, dass sie eben quasi malen und dabei Real Talk oder dabei halt ein bisschen sich unterhalten. Teilweise malen oder skizzieren in Echtzeit, teilweise, wie ich es jetzt mache, mit so einer Speedpaint-Aufnahme. Und irgendwie hatte ich da Lust drauf, das jetzt nicht einfach nur mit Musik zu unterlegen. Ich meine, wer sich das einfach nur anschauen möchte und keine Lust auf mein Gequatsche hat, der kann ja den Ton ausstellen oder sich selber Musik dazu anmachen. Und allen anderen herzlich willkommen zu diesem kleinen Experiment, einfach mal dieses Voice-Over darüber zu legen. Und ja, Real Talk deshalb, es gibt so ein paar Begriffe, die finde ich halt irgendwie im Englischen schöner und treffender, als wenn ich da mir jetzt ein deutsches Wort überlegen würde. Vielleicht könnte man es nennen, was ist gerade so los, aber das ist auch wieder viel länger. Und am Titel werdet ihr es wahrscheinlich schon erkannt haben, dass es so ein bisschen um ja, sich vergleichen geht, um Selbstzweifel und all sowas. Und das ist gerade bei mir ein Thema, mit dem ich echt stark konfrontiert bin, was aber per se gut ist. Also es ist eigentlich immer ganz gut, wenn uns das Leben verschiedene Themen von uns zeigt, an denen wir noch arbeiten können, sollten, müssten. Und ja, wir dann einfach die Möglichkeit dazu haben, das mal aufzuarbeiten, damit umzugehen. Und bei mir ist es eben dieses Thema Selbstwertgefühl in Bezug auf andere Menschen, genauer gesagt Freundschaften. Und ich denke, ich musste in den letzten Jahren oder in den vielen, vielen letzten Jahren, quasi in den 10 letzten Jahren, in denen ich viel aufgearbeitet habe, all das auch erstmal aufarbeiten, um jetzt mit diesem Punkt eben umgehen zu können. Und ich habe ja aktuell viele Freundschaften, was für mich völlig ungewöhnlich ist, oder Freundschaften und Bekanntschaften. Das ist immer die Frage, wann ist es eine Bekanntschaft, wann wird es eine Freundschaft. Und das ist für mich sehr ungewöhnlich und es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie meine, dass die Anzahl der Freundschaften irgendwas aussagen würde oder definieren würde, überhaupt nicht. Aber bei mir war es halt in meiner Vergangenheit so, dass ich schon sehr viel gemobbt wurde, privat an der Schule. Dass ich aber auch von klein auf schon ein Einzelgänger war, in dem Sinne, dass ich sehr, sehr gut mit mir jetzt alleine zurechtkomme, dass ich oft gar nicht den Bezug oder die Muße oder die Lust darauf habe, was mit anderen zu machen und dass ich mehr Kraft aus der Zeit mit mir alleine ziehe als aus der Zeit mit anderen. Und so hat es sich irgendwie dann immer ergeben, dass ich ja, vielleicht ein, zwei gute Freunde hatte und das war's. Und so Klicken oder viele Bekanntschaften oder so, das war immer so gar nicht meins. Und auch wenn ich es mal versucht habe, dann hat es eigentlich nie wirklich funktioniert oder lang gehalten. Und das ist auch eigentlich, wenn dann der Kontakt von mir ausging, aber nicht von den anderen Personen irgendwie. Ja, und das hat es natürlich nicht unbedingt verbessert, sodass ich dann dachte, ja gut, mit mir will man eh nicht so wirklich viel Kontakt haben oder befreundet sein. Und deswegen hatte ich einerseits gar kein Verlangen danach und andererseits, wenn das Verlangen dann da war, dann waren eigentlich die Selbstzweifel doch relativ groß und ich dachte mir, das wird eh nichts. Und habe mich meistens auch nicht getraut, auf andere Menschen so zuzugehen und all sowas. Und jetzt hat es sich letztes Jahr ergeben, dass ich über diese Seite, von der ich euch auch schon mal erzählt habe, beste Freundin gesucht, dass ich darüber wieder Mädels kennengelernt habe
Und das irgendwie diesmal total gut funktioniert hat. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir dann zu uns direkt auch zu einer Clique zusammengeschlossen haben, weil wir uns doch untereinander irgendwie alle über diese Seite kennengelernt haben, auch so. Und dann gedacht haben, ja, warum, wenn wir uns eh über drei Ecken alle kennen, warum machen wir dann jetzt nicht einfach mal irgendwie eine kleine Clique draus oder unternehmen auch mal was in der Gruppe? Und das hat super funktioniert, es funktioniert immer noch super. Und ich muss sagen, das ist für mich auch wirklich eine Erleichterung, weil man dann auch mal Sachen einfach mit der Gruppe teilen kann und nicht irgendwie mit 5 Leuten oder 6 Leuten Einzelkontakt die ganze Zeit halten muss, was für mich sehr anstrengend wäre, muss ich ehrlich sein. Und man will ja auch irgendwie Sachen dann nicht 5-mal erzählen. Und es gibt ja auch Sachen, die dann einfach auch jeder wissen kann. Aber ich merke auch, dass es eine Herausforderung ist, weil ich dann eben doch immer mal wieder überlege, bin ich gut genug, bin ich liebenswert genug, bin ich nett genug, bin ich mögenswert genug, was denken die anderen von mir? Und es ist nicht so, dass ich mich vergleichen würde mit irgendwie Aussehen, Jobs oder Erfolg oder sowas, aber ich merke, dass ich doch immer wieder dahin komme, dass ich überlege, hey, sind die anderen vielleicht, werden die anderen mehr gemocht, bin ich jetzt vielleicht nur, werde ich jetzt nur mitgezogen, weil man das Gefühl hat, man müsse, oder ist das Interesse wirklich da, mit mir was zu unternehmen? Und das ist ziemlich anstrengend, dass da im Moment so alles hochkommt und es gibt Tage, da fällt es mir total leicht. Es gibt Tage, das ist ganz, ganz schwierig. Aber ich merke, dass es mir unglaublich dabei hilft, wieder einen Schritt mehr mich so einfach anzunehmen, wie ich bin. Und auch zu akzeptieren, ja, ich bin in Punkten anders. Das geht jedem von uns so. Jeder hat Gemeinsamkeiten mit anderen und jeder hat Unterschiede mit anderen. Und das ist völlig in Ordnung und man darf so sein, wie man ist. Und wer einen nicht so akzeptiert, das ja, ist dann eben so, aber das heißt nicht, dass man sich ändern müsste. Klar gibt es Dinge, wo man vielleicht merkt, da bin ich vielleicht ein Stück zu egoistisch oder zu unachtsam oder ne, irgendwas. Und dann kann man es auch ändern, wenn man es ändern möchte. Aber es gibt eben auch Punkte, wo man einfach akzeptieren sollte, so bin ich eben. Und das ist völlig in Ordnung, weil ich damit niemandem wehtue. Wenn es andere Menschen nicht mögen, wie ich so bin, ist das deren Sache. Aber wenn ich mich so mag, wie ich bin und wenn ich das einfach bin, dann ist das so. In meinem Fall zum Beispiel unter anderem, dass ich mich eben nicht ständig melde. Es gibt ja Leute, die ständig dann nachfragen und Smalltalk halten. So jemand bin ich einfach nicht. Das nervt mich und strengt mich an. Ja, mir kann jeder jederzeit was erzählen, aber mich interessieren dann eher die wichtigen Dinge, auf die die Leute beschäftigen. Oder dann, wenn man sich trifft, im 1-zu-1-Gespräch das zu klären, aber nicht eben ständig darüber zu schreiben. Oder auch wenn man gemeinsame Gruppenaktivitäten macht. Klar, ich habe auch meine Phasen, wo ich drauf losplapper, wo ich ganz viel reden kann. Jetzt gerade rede ich ja auch. Aber es gibt dann eben auch Tage oder Momente, wo ich dann einfach nur gerne zuhöre oder mit meinen Gedanken selber beschäftigt bin. Oder gerade wenn man in der Natur draußen ist, Wanderungen macht und sowas, dass ich mich dann schon eher ein Stück mal absetze, ein paar Meter von der Gruppe, dass ich einfach die Natur genießen kann, die Vögel höre oder das Wasser rauschen, dass ich mit den Bäumen in Kontakt bin, dass ich einfach diese Kraft aus dieser Ruhe des Waldes ziehe, ohne mich die ganze Zeit zu unterhalten. Und die einen von euch werden sagen, hey, das ist völlig normal, so bin ich auch. Andere werden es vielleicht nicht ganz so verstehen. Aber darum, das ist es ja eben, wir sind ja alle unterschiedlich. Und ich mag eigentlich so sehr an dieser Gruppe, die wir uns jetzt gefunden haben, dass wir alle sehr unterschiedlich sind und uns trotzdem alle sehr, sehr gut verstehen, weil wir uns so akzeptieren, wie wir sind. Zumindest ist es bisher noch so. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird. Das weiß man nie, wie sich Dinge entwickeln. Aber das muss ich sagen, wertschätze ich sehr an dieser Gruppe. Wirklich, also wir sind 6 völlig unterschiedliche Mädels, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Art und Weise. Aber es funktioniert, weil wir uns da treffen, was uns verbindet und das akzeptieren, was uns trennt. Und ich glaube, das ist gerade für mich eine tolle Möglichkeit, ja, gewisse Ängste von früher abzulegen, gewisse Glaubenssätze abzulegen. Und das ist noch ein bisschen Weg für mich, das merke ich, aber es ist eben ja eine tolle Möglichkeit. Ich bleibe dran und vielleicht gebe ich euch ja dazu irgendwann mal ein Update. Aber das mal so als ganz grober Zusammenriss. Die Zeit läuft uns jetzt gerade davon. Ich bin jetzt fast am Ende.
Wenn euch das gefallen hat, hier seht ihr das Endergebnis, dann sagt mal Bescheid. Ich könnte mir vorstellen, statt dass ich mich einfach so vor die Kamera setze, dass ich öfter auch einfach mal male, so Speedpaints oder vom Basteln oder so ein bisschen was einblende und dabei erzähle. Wenn das Thema länger ist, dann wird das Bild oder das Basteln vielleicht auch mal in Echtzeit. Wenn ich weniger erzähle, so wie heute, dann mit dem Zeitraffer, könnt ihr mir einfach mal erzählen. Ich glaube, für mich wäre es ein schönes Format. Ich habe im Moment nicht immer so Lust, mich einfach vor die Kamera zu setzen. Das ist irgendwie so langweilig geworden. Und ja, ich bastle und male gerade viel. Von daher wäre das vielleicht eine tolle Kombination. Also ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Erzählt mir gerne auch mal eure Erfahrungen zu dem Thema oder wie ihr so das Ganze mit Freundschaften seht, ob euch das leicht fällt, ob ihr da auch noch ein bisschen was aufzuarbeiten habt. Und ja, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören.